Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute machen wir Kunsthonig zusammen. In der algerischen Küche wird sehr oft für Gebäck und Kuchen Kunsthonig verwendet. In Algerien kann man diesen kaufen oder selbst zubereiten. Für die algerischen Gebäckarten würde ich keinen Bienen- oder Blütenhonig empfehlen, da diese doch einen starken Eigengeschmack haben und somit den Originalgeschmack von algerischem Gebäck verfälschen. Und deshalb machen wir unseren Kunsthonig heute zusammen. Alle genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und bevor wir loslegen, abonniert doch gerne noch meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht gemacht habt. Wir brauchen für den Kunsthonig 3 Kilo Zucker, 1,5 Liter Wasser und eine halbe Zitrone. Wir geben unseren Zucker in einen sehr großen Topf und lassen ihn dort auf mittlerer Stufe schmelzen. Dazu müsst ihr den Zucker immer wieder regelmäßig umrühren, bis er anfängt zu karamellisieren. Das kann ungefähr 15 Minuten dauern. Nachdem wir nun sehen, dass unser Zucker anfängt zu karamellisieren, geben wir unsere 1,5 Liter Wasser mit hinzu. Achtet darauf, dass das Wasser nicht kalt ist, sondern entweder Zimmertemperatur hat oder lauwarm ist. Und macht euch keine Sorgen, die Zuckerkristalle, auch die, die am Boden festkleben, werden sich, sobald das Wasser heiß ist, auflösen. Jetzt geben wir noch unsere halbe Zitrone mit dazu. Diese habe ich in 2 Scheiben geschnitten, gebe eine davon direkt ins Wasser und die andere drücke ich vorerst aus und gebe sie dann mit hinzu. Das Ausdrücken des Zitronenwassers ist super wichtig, damit wir am Ende auch einen guten Kunsthonig bekommen. Jetzt lassen wir unser Zuckerwasser aufkochen und ab dem Moment, sobald das Zuckerwasser anfängt zu kochen, also zu sprudeln, zählen wir 25 Minuten. So, ab jetzt stelle ich meinen Wecker für 25 Minuten. Nach den 25 Minuten schauen wir, ob der Honig schon geworden ist oder ob er noch etwas Zeit braucht. Diesen Vorgang machen wir jetzt alle 5 Minuten, bis unser Honig fertig ist. Dazu nehmen wir uns 2 Esslöffel Honig in einen Teller und lassen diesen abkühlen und schauen uns dann die Konsistenz unseres Honigs an. Hier zum Beispiel ist unser Honig noch viel zu flüssig, das heißt, er ist noch gar nicht fertig. Ich lasse den Honig jetzt noch weitere 5 Minuten kochen und schaue ihn mir dann noch einmal an. Der Honig auf deinem Teller sollte wirklich kalt sein, damit du auch sehen kannst, ob die Konsistenz stimmt. Nach 3x5 Minuten ist mein Honig nun fertig. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass der Honig erst nach 4x5 Minuten fertig ist. Wie gesagt, das müsst ihr immer wieder an eurer Probe feststellen, ob der Honig fertig ist. Beachtet auch, dass wenn der Honig komplett ausgekühlt ist, er noch etwas dickflüssiger wird. Den Honig lassen wir nun über Nacht komplett auskühlen. So sieht unser Kunsthonig aus, wenn er fertig ist. Er sieht aus wie flüssiges Gold. Den Kunsthonig könnt ihr nun in große Gläser abfüllen und für euer nächstes algerisches Gebäck aufbewahren. Ich hoffe sehr, meine Anleitung zur Herstellung von Kunsthonig hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like und wenn ihr keine meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute.